Hallo, heute in diesem Video möchte ich dir eine besondere App von Bilderall vorstellen. Es gibt ja hier zahlreiche, also unzählig viele Apps. Ich nutze gar nicht alle. Das, was du hier siehst in meinem Dashboard, das ist das, was ich also regelmäßig nutze. Das sind alleine schon 1 plus 5 sind, also 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31 Apps nutze ich hier und es gibt noch weitere, die ich gar nicht nutze. Also unglaublich tolle Apps. Nicht nur 1, 2 oder 3 wie bei anderen Anbietern, sondern hier hast du wirklich alles, was du brauchst. Und heute stelle ich dir mal das Mockup Studio vor. Wenn du also das Mockup Studio aufmachen möchtest, das ist hier das hier, dann gehst du hier auf Öffnen. Und dann öffnet sich diese Seite hier. Und hier hast du ganz viele verschiedene Vorlagen an Bildern oder auch in Videoform. Ja, hier zum Beispiel ist diese Cremeschachteln, dann irgendwelche Pillendosen, Apple Watches, und was auch immer noch alles. Covers von Büchern oder Kassetten und Laptop, ja, Tablet hier, ja. Also du hast hier unglaublich viele Vorlagen, wo du ein Bild draufladen kannst oder dein Logo eben hochladen kannst, Weinflaschen, ja, und also ganz viele Phone in Room, also ganz viele Sachen, entweder in Videoform oder eben auch so in ganz einfacher Bildform. Ich scroll mal runter, dass du siehst, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, die du hier nutzen kannst für deine Marketingaktivitäten, für deine Webseiten oder für was auch immer du eben sowas brauchen könntest, ja. Es sind sehr viele attraktive Bilder und es sieht einfach gut aus, wenn dann dein Bild von deiner Webseite oder von was auch immer dein Logo irgendwie im Bild kommt, ja, auf einem Bildschirm zum Beispiel und du hast hier unglaublich viele Vorlagen, die du nutzen kannst, wie zum Beispiel Plakatwände hier, im Museum hier eine Wand zum Beispiel. Also ganz, ganz toll, was es hier für Möglichkeiten gibt. Und es wird ständig erweitert. Also wie jedes Mal, wenn ich drauf schaue, gibt es wieder ein paar mehr Möglichkeiten, was sich eben Mockup nennt. Ja. Okay, jetzt gehe ich mal zu den neueren hier hoch und möchte jetzt mal auf so eine Uhr ein Bild einfügen. Ich nehme jetzt einfach mal ein Bild und halte mich nicht so genau an die Vorgaben, weil hier steht empfohlene Größe 1052 mal 1281 Pixel. Das messe ich jetzt nicht ganz speziell aus. Und hier kann ich auch einen Background Color festlegen. Ja, ich lasse es jetzt mal weiß, aber du kannst auch, oder nö, komm, wir machen mal gelb. Ja, wir haben jetzt mal gelb als Background Color. Einfach mal so zum Spielen. Und dann lade ich mal ein Medium hoch. Da nehme ich jetzt irgend mal ein Medium. Da nehmen wir doch gerade mal mein Bild hier. Ja, zum Beispiel, um die Sache einfach zu halten. Dann ziehe ich einfach mal mein Bild hier rein. Dann muss ich das hier von der Größe anpassen, dass auch mein Bild hier erscheint. Ja. Und dann kann ich hier noch glätten. Ja, zum Beispiel. Und Überschrift hinzufügen könnte ich noch. Das mache ich aber. Doch, das mache ich jetzt, damit du siehst, dass es geht. Ja, ich schreibe mal meinen Namen hier rein. Klaus A. Meier. Ja, du kannst ja die Schriftgröße hier festlegen. Das ist jetzt 48. Wir machen mal 100. Ja, dass es ein bisschen größer ist. Die Schriftart. Da können wir jetzt über gewisse Schriftarten verfügen. Wir nehmen jetzt einfach mal Verdana. Und dann können wir hier das Fett machen noch zum Beispiel oder auch kursiv und unterstrichen können wir es noch machen. Und wir können natürlich die Farbe noch ändern von der Schrift. Die machen wir jetzt mal gelb, oder? Wie sieht es aus, wenn wir das in gelb machen? Warte mal, jetzt kriege ich noch gerade noch eine Meldung rein hier. So. Ah ja. Okay, Choose. Okay, jetzt ist die Schrift gelb, ja. Okay, und jetzt haben wir das. Und jetzt ist es erledigt. Und dann warten wir eine Weile. Das muss natürlich jetzt hochgeladen werden, ja. Und dann schauen wir mal, nachdem es hochgeladen ist, was dann passiert. So, jetzt siehst du, es ist es hochgeladen worden. Ich habe inzwischen ein bisschen gestoppt. Das dauert so, sagen wir mal, 2 Minuten oder sowas. Ja, da wollte ich jetzt nicht, dass du die Zeit hier vergeudest.
Und jetzt haben wir das Mockup hier gesehen und jetzt können wir das mal abspielen lassen. Und jetzt siehst du, wie das dann aussieht, so wie wir das jetzt hergestellt haben mit meinem Bild. Ja, das war es jetzt in diesem Fall, ja. Und so kannst du dann dieses Video runterladen, ja, Medium, GIF erstellen oder downloaden, ja, hier zum Beispiel. Du kannst es auch gleich auf YouTube teilen, wenn du willst, aber das ist viel zu kurz, um das auf YouTube zu teilen, finde ich. Aber das kannst du machen und dann kannst du es eben einbauen in Videos oder wie auch immer es dir beliebt. Ja, das war's vom Mockup Studio. Ich habe dir das gemacht, weil ich dachte, es ist wichtig, das zu wissen, weil Bilderall hat so viele Tools, eben nicht nur zum Webseiten erstellen und für geniales E-Mail-Marketing, sondern es hat auch noch ganz viele weitere wirklich geniale Tools, dass du nichts mehr von außen brauchst. Ich würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt, wenn du mir ein Kommentar schreibst mit Fragen, Anregungen, irgendwas, was du halt schreiben möchtest und wenn du natürlich auch meinen Kanal abonnierst und auch die Glocke anklickst, damit du eben immer Bescheid bekommst, wenn es ein neues Video von mir gibt. Okay, in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und bis zum nächsten Video. Oh, noch zum Schluss noch ganz kurz. Natürlich unter diesem Video in der Beschreibung findest du alle relevanten Links zu mir, beziehungsweise auch zu Bilderall und nimm mit mir Kontakt auf, weil manchmal habe ich ganz tolle Offerten zu bieten, wie zum Beispiel manchmal erstelle ich gratis Webseiten und so weiter und so fort. Also wenn du Interesse hast an einer gratis Webseite, dann frag nach, ob ich gerade noch diese Aktion zu diesem Zeitpunkt laufen habe, wenn du das Video gerade siehst und so weiter und so fort. In diesem Sinne alles Liebe, alles Gute und bis zum nächsten Video.